Hallo ihr Lieben, heute haben wir einen Geheimtipp für Angler, aber dazu später mehr. In diesem Video sind wir auf der Touristenstraße Refülke wegen unterwegs. Ein Paradies für Anglerfreunde. Nicht, dass ihr denkt, dass das arme kleine Fischlein da im Eimer unser Geheimtipp ist. Nein, das heben wir uns für ganz zum Schluss auf. Auf der Karte noch zu sehen, unser letzter Standort vom letzten Video, der Wanderung auf dem Breigestuhl. Und ihr könnt den Verlauf dieses Videos sehen. Den Breigestuhl in Sicht und noch in den Beinen, so haben wir einen fantastischen Stellplatz für die Nacht gefunden. Der Stellplatz, direkt am IC Fürth in Jossang, hat uns ca. 20 Euro gekostet. Alles super, leider nur keine Toilette. Während ich mich von der mühsamen Wanderung auf dem Breigestuhlen erhole, will Frank sein Anglerglück versuchen. Na, ob es heute Fisch zum Abendbrot gibt? Mal sehen. Die Küche jedenfalls ist schon vorbereitet für das reichliche Fischmahl, was uns das Anglerglück beschert. Aber unser Hobbyangler hatte einfach kein Glück, deshalb bleibt es bei dem einen Fischlein. Dafür schmeckt das umso leckerer. Mit gefüllten Bäuchlein genießen wir den Abend und das schöne Wetter am IC Fürth. Der nächste Morgen beginnt genauso wunderschön, wie der letzte Abend gewesen war. Wolkenloser Himmel und Sonne satt. Das wäre doch was fürs Baden, oder? Aber das klare Fürthwasser verrät die Wasseralgen. Nicht, dass ich mich darin verheddere. Also bleibt's nur beim Frühstück. Und los geht's Richtung Sande, immer am Fürth entlang. Und entlang dieses wunderbar glitzernden Sees. Echt ein Träumchen, die perfekten Spiegelbilder im See. Einfach wunderbar.
Wir folgen dem Ursprung dieses wunderbaren Sees und steuern die Stadt Sande an. Das kleine schöne Städtchen liegt direkt am Umbofjord. Von der Bergstraße aus hat man einen wunderbaren Blick auf die zauberhafte Umbo-Insel im Umbofjord. Wir nähern uns der Fähre, die uns nach Nesvik bringt. Die Fährüberfahrten in Norwegen sind total easy und alles läuft wie am Schnürchen. Und wenn man dann noch so ein Glück hat wie wir mit dem Wetter, dann ist jede Fährüberfahrt ein Genuss pur. Wir bleiben auf der Straße FR13, der Touristenstraße Röfylke wegen und fahren direkt am Josefjord entlang. Hier am Josefjord sehen wir mehrfach eine Fischzucht. Es muss wohl ein sehr fischreicher Fjord sein. Auffällig an diesem Fjord auch die abwechslungsreiche Fahrt von Tunnel zu Tunnel und abwechselnd sieht man den Fjord. Und immer wieder traumhafte Ausblicke auf grandiose Landschaften mit Wasserfällen, Fjorden, Bergen und sogar Gletscher. Die türkisene Farbe des Wassers verzaubert immer wieder neu. Wir nähern uns dem Ende des Josefjord und auch hier wieder eine Fischzucht. So viele wie hier haben wir auf der ganzen Fahrt durch Norwegen nicht wiedergesehen. Dieser Fjord wird wohl bekannt sein für sein Fischreichtum. Also, liebe Anglerfreunde, nix wie hin an den Josefjord. Wir fahren kurz durch ein Gebirge und schwupp sind wir schon wieder an einem neuen Fjord, dem Erfjord. Die tolle Brücke da trennt den Erfjorden und den Tyssefjorden. Links der Blick zum offenen Erfjorden und rechts blickt man auf den schmalen Tyssefjord. Traumhafte Landschaften säumen unseren Weg und bald sind wir an unserem Ziel, der Stadt Sand. Am Fjord, der genauso heißt wie die Stadt Sand, nämlich Sandsfjord, sind wir schon mal. Und zack, sind wir in der Stadt Sand. Ein richtig hübsches Städtchen mit einer idyllischen Lage direkt am Fjord. Das hübsche Städtchen ist das Aushängeschild der Region Röfylke.
Zu Recht würden wir meinen, denn uns gefällt es auch besonders gut. Und diese Tankstelle ist echt der Hammer. Hier ist der Name Programm. Die beste Tanke mit der besten Sicht auf den besten Fjord. Einfach wunderschön. Aber nicht nur dieses traumhafte Städtchen ist unser Ziel, sondern ein besonderer Fluss, der Fluss Suldalslagen. Der Fluss ist bekannt, nämlich als einer der wenigen Flüsse in Europa, in welchem Lachse aufwärts schwimmen, um dann hier abzuleichen. Der Fluss wird zum kleinen, aber breiten Wasserfall, dem Sandsfrossen. Und genau an der Stelle des Wasserfalls, wo die Lachse stufenweise die Treppen des Wasserfalls hinaufspringen müssen, gibt es ein Lachsstudio. Es ist genau in den Strudel eingebaut und man kann an mehreren Fenstern die Fische ganz toll beobachten. Das ist echt ein tolles Erlebnis. Und hier schleppe ich einen Riesenlachs mit weg? Nein, natürlich nicht. Wir begnügen uns mit anderen Dingen zu unserem Picknick. Und frisch gestärkt nach dem Picknick möchte ich natürlich nochmal zu der Brücke, die über den Fluss führt. Und jetzt ist es auch endlich Zeit für den Geheimtipp, den wir euch gern verraten möchten. Hier im Fluss gibt es drei Abschnitte, wo man genau diese Lachse fangen kann. Die Angelsaison für Lachse und Meerforellen beginnt am 20. Juli, die für Bachforellen schon am 1. Mai. Also auf, liebe Angelfreunde, auf zum Lachsangeln! Und mit diesem Geheimtipp möchten wir Tschüss sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, gern wieder einen Daumen nach oben.